wird. Die Tür, natürlich die Tür. Es ist richtig, es gibt nur einen Weg in das Zimmer und der führt durch diese Tür. Die immer dann piepst, wenn jemand sie öffnet. Worauf willst du hinaus? Denk mal drüber nach. Hier stehen die Chancen, dass der Mörder die Tür öffnet, zum Opfer rennt, es entwaffnet und mit seiner eigenen Waffe erschießt. Nahezu unmöglich. Verdammt, warum sind wir nicht draufgekommen? Weil ihr dämlich seid. Cops. Bevor ich andere Hypothesen aufstelle, muss ich mit dem Hotelmanager sprechen und weitere Informationen über dieses Zimmer einholen. Die Vermieterin ist seit dem Mord dort. Du hast meine Erlaubnis, mit ihr zu sprechen. Na, vielen Dank. Okay, danke. Ich werde so bald wie möglich dorthin gehen. Auf dem Talon Square hast du gesagt, du wolltest etwas mit mir besprechen, nicht wahr? Ja, ich warte schon seit Monaten darauf, dich das zu fragen. Nun lass mal hören. Am Tatort im Treasury Park hast du mir einen Handschuh gezeigt, der von der Polizei nie gefunden wurde. Was ist damit passiert? Ups. Das ist ein Beweismittel, was wir vorenthalten haben. Das klingt so kitschig, so. Nach dem Motto, ich bin der strahlende Held, ich muss dich beschützen. Ich habe ihn in meinem Haus versteckt als weiteren Beweis gegen Baker, um ihn daran zu hindern, sich an Hera und mir zu rächen. Und du behältst ihn trotz allem, was passiert ist? Wer weiß. Soweit ich weiß, könntest du diejenige sein, die ihn am Tatort versteckt hat. Wer weiß. So viel Vertrauen hast du in mich? Jedenfalls möchte ich mich noch einmal bei dir bedanken. Du hättest meine Karriere mit diesem Handschuh ruinieren können, aber das hast du nicht getan. Von einer Beamtin dafür gedankt zu bekommen, Beweise entsorgt zu haben. Jetzt habe ich alles gesehen. Sei leise, du Idiot, und sorg dafür, dass das niemals ans Licht kommt. Gut, sollen wir uns wieder dem Fall widmen. Ist das alles? Ich wollte über Abigail und Mr. Baker sprechen, aber sie können warten. In Ordnung, ich nehme an, ich habe dich genug gefragt. Kannst du mir eine Akte mit der Zeit und den Einzelheiten des Mordes schicken? Ich schicke sie sofort. Dort findest du den Todeszeitpunkt und wer Zugang zum Zimmer hatte. Großartig, vielen Dank. Du hast erhalten Polizeibericht. Cornelius Huber, Todeszeitpunkt 0.45 Uhr. Todesursache, mehrere Stichwunden in die Leber. Nicht identifiziertes Opfer. Todeszeitpunkt 1 Uhr? Todesursache, ein einzelner Kopfschuss. Es verging eine Viertelstunde, bis der Typ in den Kopf geschossen wurde. Noch eine andere Frage. Wie geht es Hera? Hat sie sich von den Ereignissen auf dem Talon Square erholt? Apropos Hera, wo zum Teufel ist sie? Sie sagte mir, sie würde so bald wie möglich kommen. Warum ist sie noch nicht hier? Kein Grund zur Sorge. Sie wird jeden Moment hier sein. Oh oh. Machst du Witze? Wie soll ich mir nach dem Vorfall auf dem Talon Square keine Sorgen machen? Ich hätte... Ach verdammt, ich wusste es. Verdammt. Beruhige dich. Falls du es vergessen hast, wir sind auf einem Polizeirevier. Oh Gott sei Dank. Ah, sie ist da. Was tut ihr da? Hera. Okay, gut. Jetzt, wo du hier bist, möchte ich, dass du dir anhörst, was wir herausgefunden haben. Und mach dir nicht die Mühe. Ich werde Freya bitten, mich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich gehe zurück nach Hause, bevor du hier alles zerstörst. Kaum da geht die wieder. Okay. Warte.
Gott, du magst vielleicht ein anständiger Detektiv sein, aber wenn du es um wenn es um menschliche Beziehungen geht, bist du echt mies. Naja. Wenn du meinen Rat willst, lass sie sich beruhigen und vermeide es, eine Weile mit ihr zu sprechen. Ich werde mich darum kümmern, sie über alles auf dem Laufenden zu halten. Geh in der Zwischenzeit die Orte untersuchen, über die wir gesprochen haben, okay? Bis dann. Ich darf mir ja nicht mal mehr Sorgen machen. Da hältst du ja gleich, mach dich an die Arbeit. Zimmer 237 hat man eigentlich abgehakt. Zumindest fürs Erste. Eva Estos Hauptquartier. Das ist also das Hauptquartier von Eva Estos Tech. Zumindest die Haupthalle. Sehen wir uns mal um. Wegbeschreibung für die verschiedenen Abteilungen innerhalb des Gebäudes, die ich wahrscheinlich nicht betreten kann. Be a good citizen. Ich habe schon von diesem Spiel gehört. Soweit ich weiß, ist es sehr beliebt in Nova Polemos. Okay, Computerspiel. Super. Die allgegenwärtige Werbung für AquaOst, das Flaggschiff-Produkt von Hefa Estos Tech. Guten Abend, ich bin Detective Mordred Hawley. Ich würde gern mit einem der Unternehmensleiter über den Mord an Cornelius Huber sprechen. Bitte warten Sie am Eingang, blieb, blieb. Einer unserer Vertreter wird Sie so schnell wie möglich empfangen. Ja, warten, es gibt nicht einmal einen Stuhl. Erinnern Sie daran, dass Sie Ihre Priorität verlieren, wenn Sie den Raum verlassen. Ich bin im Namen der Polizei hier, ich werde meine Zeit nicht so verschwenden. Wir laden Sie ein, Geduld zu haben. Werfen Sie doch in der Zwischenzeit einen Blick auf unsere Produkte. Einen umfangreichen Katalog finden Sie unter... Genug, ich habe schon verstanden, machen Sie einfach schnell. Mann, wenn man bedenkt, wie Sie Ihre Kunden behandeln, überrascht es mich nicht, dass das Glas am Empfang so dick ist. ich wollte die Untersuchung fortsetzen. Hey, es sind schon 2 Stunden. Wie lange wollen Sie mich noch warten lassen? Hallo? Hör auf damit, Talia. Ich will kein Wort mehr von dir hören. Talia? Wer war denn Talia, kleiner Mal? Hm? Dein Mentor wird getötet und alles, was du tun kannst, ist so davon zu laufen. Mein Mentor, dieser alte Mann, hat mir nichts bedeutet und ehrlich gesagt möchte ich nicht auch so enden, indem ich dir helfe. Cornelius hat alles getan, um dich zu dem Mann zu machen, der du heute bist, und das ist dein Dank. Wenn er dich jetzt hören könnte, wäre er sehr enttäuscht. Dieses Gespräch endet hier und du kommst mir besser nicht in die Quere. Irgendwas sagt mir die Talia, aber ich glaube, dass die schon im ersten Fall irgendwie. Das Gesicht sagt mir nichts. Entschuldigen Sie mich, Miss, ich konnte nicht umhin, Ihren Streit mit diesem Mann zu hören. Hm? Wer sind Sie? Okay, also, brauche ich Sie nicht kennen. Ich bin Detective Mordred Hawley. Ich arbeite mit der Polizei im Fall Cornelius Huber zusammen. Oh, ich spreche also mit einem berühmten Mann. Ich fürchte ja. Ich hoffe, es ist kein Problem für Sie. Wenn ich öffentlichen Auftritten oder dem, was die Medien sagen, Aufmerksamkeit schenken würde, würde ich mit niemandem in dieser Stadt sprechen. Übrigens, mein Name ist Talia Wells. Wie kann ich Ihnen helfen? Talia Wells, 6. Juli, 34 Jahre alt. Jedes Leben ist lebenswert. Psychologisches Profil. Talia zeigt immer eine optimistische und außerordentlich positive Einstellung.
Ihre silberne Zunge und ihr gutes Aussehen verleihen ihr ein hohes Maß an Selbstvertrauen. Biografie. Alia ist in Europa geboren, ihre Eltern arbeiten in der Landwirtschaft und sie beschloss, nach Nova Polemus zu ziehen, nachdem sie Professor Huber, ihren Verlobten, während einem seiner Kongresse getroffen hatte. Trotz des Altersunterschiedes scheint ihre Liebe das echte Ergebnis der Kombination ihrer großen Persönlichkeiten zu sein. Ja, warum das gleich nochmal? Hier, das ist der Cornelius Huber. Der ist 60 und die ist 34. Ich möchte Ihnen einige Fragen zu Cornelius Huber stellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Natürlich, ich will seinen Mörder mal als jeder andere finden. Ich untersuche erstmal den Raum weiter. Okay, viel mehr gab es hier gar nicht. Außer die Tür hier hinten. Die muss zu einigen anderen Abteilungen führen. Die Türen sind sicher dick. Ich wette, sie haben etwas zu verbergen. Und den Fußboden. Der Boden ist so poliert, dass ich mein eigenes Spiegelbild sehen kann. Ich schätze, das Aussehen hier ist hier das Wichtigste. Könnten Sie mir mehr über Hefaestos erzählen? Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich auf die medizinische und technische Forschung. Caligula-System, Aquaos-Server, alle Patterson-Testdaten, alles wird hier im Hauptquartier gespeichert. Patterson-Test, das ist das, was ich erst sagte, nachdem die Menschen Punkte verliehen kriegen und danach Rechte bekommen. Jetzt verstehe ich all diese Kameras und die Überwachung. Hat das Unternehmen mit etwas anderem zu tun? Ja, es ist das Einzige, das berechtigt ist, mit anderen Ländern zu kommunizieren. Entweder zu politischen oder kommerziellen Gründen. Lassen sich die großen Jungs der Regierung so sehr auf Hefaestos? Es ist kein Zufall, dass viele Politiker aus diesem Unternehmen kommen. Es bleibt in der Familie, wie man sagt. Können Sie mir etwas über Huber und Ihre Beziehung zu ihm erzählen? Cornelius war ein bemerkenswerter Mann und mein zukünftiger Ehemann. Naja, lebt es leider nicht mehr. Waren Sie verlobt? Ja, wir waren die letzten 4 Jahre zusammen, aber er wollte es geheim halten. Er war um meine Sicherheit besorgt. Warum das? Er vermutete, dass jeder Mann hinter ihm her war, wahrscheinlich hier in der Firma. Hatte Bandora wirklich Verbindung zu dem Professor? Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber alles, was ich jetzt will, ist Rache an dem Monster, das die Liebe meines Lebens ermordet hat. In der Nacht, in der ich ihn vermisst gemeldet habe, konnte ich ihn nicht erreichen und das GPS auf seinem Aquaos funktionierte auch nicht. Oh, Sie waren also diejenige, die Alarm geschlagen hat. Das stimmt, aber als Sie ihn fanden, war es zu spät. Was können Sie mir über seine Assistenten sagen? Der, den Sie gerade gesehen haben, ist Eugene. Und Dean ist derjenige, der meinen Arm Cornelius ersetzen wird, sobald sich die Lage beruhigt hat. Es gab schon immer einen lächerlichen Wettstreit zwischen den beiden, aber Deans Freundlichkeit und der Erfolg seiner Studien beeindruckten Cornelius. Eugene war darüber nicht erfreut und jetzt weigert er sich sogar, mir zu helfen, zu verstehen, was wirklich passiert ist. Ich kenne sie seit Jahren, sie standen uns sehr nahe und sie kamen oft zum Abendessen zu uns. Welche Art von Rolle haben Sie im Unternehmen? Eugene war für die IT-Sicherheit verantwortlich, während Dean, sei ein guter Bürger, das beliebte Spiel für Aquaos Geräte entwickelte. Eugene, IT-Sicherheit. Würde mich nur wundern, wenn der die Möglichkeit hatte, diese Klingel an der Tür zu überlisten. Wollen Sie mir sagen, dass er es geschafft hat, den Professor zu beeindrucken mit einem Spiel?